Halleluja, Halleluja! Frohe Ostern, liebe Kinder! Jetzt sind wir vom Dunkel ins Licht gekommen. Der Herr ist auferstanden, Jesus lebt. Und wie das war, das möchte ich euch heute erzählen. Also beginnen wir wieder am Anfang. Die Jünger sind ganz eingeschüchtert und traurig, dass Jesus nicht mehr da ist. Sie sitzen zusammen und beraten sich. Was sollen wir nur tun? Jesus ist tot, wir haben ihn begraben, alles ist aus. Aber es sollte anders kommen. Am dritten Tag machen sich Maria Magdalena und Maria auf den Weg zum Grab, weil sie wollen Jesus, den Leichnam Jesu, mit Öl einbalsamieren. Darum haben sie auch Ölgefäße mit teuren Ölen. Und so gehen sie hin und denken sich, wie werden wir denn den großen Stein wegrollen, der am Grab ist? Und so gehen sie weiter. Und da sehen sie schon den großen Stein vor der Grabhöhle und den Wächter, den Soldaten, der von Pontius Pilatus dorthin befohlen wurde, der auf das Grab aufpassen muss. Und plötzlich, wie sie das Grab sehen, da gibt es ein Erdbeben. Die Erde rumpelt und bumpelt und Blitze kommen und erhellen die Dunkelheit. Und vor lauter Schreck fällt der Soldat einfach um, wie ohnmächtig. Und die Frauen rücken nah zusammen und denken sich, was ist denn jetzt los? Was passiert denn da? Und wie sie so schauen, da ist auch schon der große Felsen von dem Grab weggerollt. Der große Stein ist weg. Und sie schauen und sehen in das Grab hinein und das Grab ist leer. Jesu Leichnam ist nicht mehr da. Und erschrocken sind sie schon, das könnt ihr euch wohl vorstellen. Denn was da jetzt passiert ist, das kann man ja einfach nicht so verstehen. Und sie denken sich, was sollen wir jetzt machen? Wir laufen einfach zurück zu den anderen und erzählen denen, was passiert ist. Und kaum wollen sie sich auf den Weg machen, da begegnet ihnen jemand. Plötzlich kommt da eine helle Gestalt, die leuchtet durch und durch, ein Engel. Und der sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Ihr sucht den Jesus, den toten Jesus, aber der Jesus ist nicht mehr tot. Der ist jetzt wieder im Leben, er ist auferstanden. Ihr müsst ihn jetzt unter den Lebenden suchen und nicht mehr bei den Toten. Na, jetzt sind Maria und Maria Magdalena total verwirrt. Und sie wollen sich jetzt wirklich noch einmal vergewissern, ob vielleicht im Grab doch noch Jesu Leichnam drinnen ist. Und sie gehen nachschauen. Doch das Grab ist leer, definitiv, absolut. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Und als sie schon nach Hause gehen wollen und den anderen von dem, was sie hier jetzt erlebt haben, erzählen wollen, da trifft Maria Magdalena, da sieht Maria Magdalena plötzlich einen Mann. Und zuerst glaubt sie, das ist der Gärtner. Doch dann spricht sie der Mann an. Maria, sagt er zu Maria Magdalena. Und da erkennt Maria Magdalena, dass das nur Jesus sein kann. Und sie sagt, Rabuni. Das bedeutet geliebter Meister. Und dann sind sie ganz hin und weg, die zwei Frauen. Und sie wollen Jesus natürlich in ihre Arme schließen und wollen ihn berühren. Und sie nehmen ihn und halten ihn an den Händen und an den Füßen sogar. Und Jesus sagt, haltet mich nicht fest, ich muss zu meinem Vater in den Himmel gehen. Aber zuerst müsst ihr noch zu den anderen, zu meinen Brüdern und Schwestern gehen und ihnen sagen, dass ich allen begegnen möchte.
geht hinaus und verkündet allen, dass ich lebe und dass ich euch sehen möchte und dass ich euch begegnen möchte. Und er schickt sie zu den anderen. Und dann machen sich die Frauen auf den Weg und ganz fröhlich von dem großen Erlebnis, das sie hatten, von der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, gehen sie wieder zurück zu den anderen und verkünden denen die frohe Botschaft. Und voller Glück machen sie das und voller Glück sagen sie: Halleluja, Halleluja, unser Jesus lebt, unser Jesus hat Licht in die Welt gebracht. Er ist das Licht und er lebt mitten unter uns. Und ich freue mich so, dass ich euch heute die Geschichte vom auferstandenen Jesus erzählen kann, weil heute ist Ostern und heute wünsche ich euch eine frohe Osterzeit und alles Gute und alles Liebe und sage noch einmal: Halleluja, Halleluja, Jesus lebt.